Es sind Dutzende Ringe, die alle eine individuelle Geschichte erzählen. Die Ringe sind Professringe von Zelitinnen. Sie waren äußere Zeichen der von den Frauen abgelegten Gelübde beim Eintritt in den Frauenorden. Nun sind die Ringe Teil einer Ausstellung. Direkt neben dem großen Heilig-Geist-Krankenhaus im Kölner Norden steht das vom Frauenorden der Zelitinnen zur Heiligen Maria bewohnte Mutterhaus. Ein Teil des Gebäudes wird für Fortbildungen genutzt. Neue Mitarbeitende lernen hier den Geist der Gemeinschaft kennen. Die Stiftung der Zelitinnen ist heute ein modernes Gesundheits- und Pflegeunternehmen mit unter anderem 14 Krankenhäusern, Privat- und Fachkliniken, 38 Seniorenhäusern und Pflegeeinrichtungen, 34 mobilen Pflegediensten und weiteren Einrichtungen sowie Dienstleistungen im Gesundheitswesen, schwerpunktmäßig im Rheinland. Die Geschichte der Zelitinnen reicht knapp 200 Jahre zurück, bis in das frühe 19. Jahrhundert. Im Februar 2024 wurde in dem Mutterhaus eine neue Ausstellung eröffnet. Die Historikerin und Archivarin Stefanie Habert-Allhorn hat die Ausstellungen kuratiert und verfolgt mit ihr eine klare Idee. Wir wollten die Wurzeln dieser Gemeinschaften zeigen, was steht hinter den Gemeinschaften, und wir wollen natürlich auch zeigen, was ist aus dieser Arbeit der Schwestern, aus diesem karitativen Werk geworden, und wie wird es natürlich auch in die Zukunft geführt. Das ist uns wichtig darzustellen. Aber der Hauptgrund ist eigentlich festzuhalten für die Zukunft, was steht hinter der Ordensgemeinschaft und was steht hinter ihrem karitativen Wirken. Die Ausstellung zeichnet die bewegte Geschichte des Ordens nach. Ein Leben in Armut und die Fürsorge für Schwache, Pflegebedürftige und Kranke steht im Zentrum der Gemeinschaft. Die Zelitinnen haben die Ordensregel des heiligen Augustinus angenommen, und dahinter steht natürlich die Nächstenliebe, das karitative Werk, die Sorge für die ärmsten, schwachen Menschen. Und da war natürlich die Ordensregel des heiligen Augustinus prädestiniert eigentlich, um das Werk fortzuführen. Der Orden orientiert sich an den Werken der Barmherzigkeit. Aus Konventen wurden im Laufe der Jahrhunderte unterschiedliche Stränge und Gemeinschaften, die sich über Westdeutschland verteilten. Die Ausstellung konzentriert sich primär auf zwei Kölner Zweige des Ordens, die heute die Stiftung der Zelitinnen bilden. Die Zelitinnen nach der Regel des heiligen Augustinus sind auch bekannt als die Zelitinnen von der Severinstraße und die Zelitinnen zur heiligen Maria als die Zelitinnen aus der Kupfergasse, wo auch heute noch ein Seniorenheim betrieben wird. Das alte Mutterhaus des Ordens wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und siedelte in den 1950er Jahren in Köln-Longerich an. Das Heilig-Geist-Krankenhaus und das Mutterhaus wurden neu errichtet. Diese wechselseitige Geschichte zeichnet die Ausstellung nach. Zwei Weltkriege, Wachstum des Ordens bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und sinkende Eintrittszahlen in die Gemeinschaft der Frauen. Ein Grund, warum sich die Ausstellung in besonderem Maße dem Alltäglichen, der Geschichte der engagierten Frauen und ihrer Traditionen im Ordensleben widmet. Es gibt immer weniger Schwestern, gerade Zelitinnen auch, und es ist wichtig für die Mitarbeiter, die Wurzeln zu zeigen, auch den Mitarbeitern zu vermitteln, was steht hinter dem Werk der Schwestern oder wie haben die Schwestern gelebt, was haben die auf sich genommen, wie haben die also ihre Arbeit getan. Ich glaube, das sollte man auch heute noch wieder zeigen, um den Mitarbeitern auch dieses Gefühl zu geben, wozu sie gehören, was also diese Wurzeln der Stiftung sind. Und das Ordensleben hat natürlich die Schwestern 365 Tage im Jahr 24 Stunden lang beeinflusst oder beziehungsweise hat ihr Leben da gestaltet. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, das hier in dieser Ausstellung zu zeigen. Welche Menschen stehen dahinter? Da stehen ganz normale Menschen dahinter. Die haben aber ihr Leben in eine bestimmte Richtung gewendet und haben ihr Leben an der Ordensregel, an Gott, an ihrem Hauptziel ausgerichtet. Und ich glaube, das ist wichtig zu vermitteln. Wie Glaube das Leben bewegt. Die Dauerausstellung zur Geschichte der Zelitinnen ist seit Februar geöffnet. Ein Besuch ist ab Mitte April auch für externe Interessierte nach Anmeldung per E-Mail möglich. Die bewegte Geschichte der Zelitinnen ist ein Stück Zeitgeschichte des rheinischen Katholizismus, Medizin- und Sozialgeschichte und Zeugnis engagierter Frauen, die aus ihrem Glauben heraus sich in Armut und Demut den Schwächsten der Gesellschaft zuwendeten. Eine Tradition einer Ordensgemeinschaft, deren Erbe heute die Stiftung der Zelitinnen versucht, würdig im Interesse ihrer Gründerinnen fortzuführen.